Das läuft heute hier ein bisschen anders ab als sonst. Normalerweise lade ich meine Crafttech-Folgen nur auf meinem Zweitkanal Bastian hoch. Da das Ganze aber heute eine sehr besondere Folge ist, habe ich mich dazu entschlossen, diese Folge hier auf dem Main-Kanal hochzuladen. Schaut aber auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal vorbei, dort kommt normalerweise jeden Tag eine Folge Craft Attack. Lasst hier einen Like da, abonniert auch diesen Kanal. Also falls es wirklich noch Leute geben sollte, die diesen Kanal hier nicht abonniert haben. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr eventuell noch mehr Craft Attack-Content hier auch auf diesem Kanal mit besonderem Stuff sehen wollt. Und jetzt starten wir in die richtige Folge. Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Craft Attack 11 mit mir, Bossy GHG. Das war gestern ein sehr, sehr, sehr wilder Tag. Was ist gestern alles passiert? Es ist eine Menge passiert. Heute, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht, mal sehen, ein bisschen ruhiger wird. Leute, das Drachenei wurde gestern geklaut. Aber es ist glücklicherweise noch etwas anderes passiert. Kriegt jetzt keinen Schock, aber es ist auch unter anderem passiert, dass dieses, naja, also, dass das Drachenei wieder zurück im Besitz unseres GHG-Clans ist. Und zwar, wir haben es wieder nach Hause geholt. Es ist wieder zurück. Es ist ein Traum. Es tut sehr, 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 sehr gut. Wir haben gestern den Dieb enttarnt und ihn auch überführt. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Stegi hat da was richtig, richtig Cooles vorbereitet. Und ja, fand ich unfassbar geil. Was nämlich hier passiert ist, ist, ja, wir haben hier unsere Abwehrsysteme installiert. Wir haben einerseits 5 Ravager, die hier richtig Terror machen. Zusätzlich haben wir aber mittlerweile 16 Guardians, die für den Fernkampf aus der Entfernung richtig schön stressen. Das heißt, wenn du hier ein bisschen stehst, also du hast mehr oder weniger eigentlich keine Chance, hier groß zu überleben, weil die Kollegen, ich bin hier Full Netherite in Prot 4, die machen echt ordentlich Damage. Sollte ich jetzt beispielsweise mal nur mit einer Elytra hier stehen, ihr seht, in was für eine Richtung das hier geht. Also das ist schon mal soweit sehr gut. Es soll heute aber noch ansonsten darum gehen, dass wir ein bisschen weiter an unserer Base arbeiten und uns aber auch ein bisschen um ein paar weitere Details kümmern. Wir werden mal sehen, inwiefern das heute klappt. Aber es werden heute wahrscheinlich noch ein paar mehr Sachen passieren. 14 weiße Schalker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 77 Dias, 14 weiße Schalker. Wir gehen mal ganz kurz in den Shopping District und checken mal ganz kurz ab. Ich habe, by the way, den NVIDIA-Mod deinstalliert. Ich habe den mittlerweile nicht mehr drin, weil mir das Spiel zu oft abgeschmiert ist. Das ist ein bisschen schade, weil ich den echt mochte. Aber es macht ja auch, also es nützt ja nichts, wenn der halt so oft crasht und irgendwie halt eher nervt, weil das dann eher ein bisschen anstrengend ist. Deswegen, ja. Im Shopping District hat sich einiges getan. Wir haben nämlich mittlerweile hier voll viele Shops, die ich noch gar nicht alle so kenne. Wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht sind hier auch noch ein paar Sachen mehr am Start. Haben wir denn erstmal... Natürlich haben wir noch was verkauft. Ein Traum. Haben wir hier nochmal was drin? Okay, wir müssen generell den Schalker-Shop mal ein bisschen auffüllen. Mittlerweile packen die Leute aber echt auch nur noch in die Kasse. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir nehmen einmal das. Machen das nochmal zu Blöcken. Mein Inventar ist komplett hässlich voll. Und wie ihr sehen könnt, füllt sich so langsam. Bald sind wir einfach hier und dann muss ich mir langsam was anderes überlegen, weil dann haben wir langsam zu viele Dias für meine Schalker-Kiste, weil hier sind alle Sachen eigentlich sehr, sehr wichtig. Der First Death von Noriax, wir haben den die Maske, die ich dabei getragen habe, das 24er Flint, unsere andere Sachen, das Drachenei, sehr, sehr, sehr wichtig. Ah, da ist er, der König! Verbeugt euch, Jungs, verbeugen, verbeugen! Hugo, macht das aus! Mann, Hugo! Mein König ist aufeinander! Alter, das ist schon Gänsehaut. Guten Tag, Sir. Hugo! Was geht ab, was geht ab? Willkommen, ja, Craft Attack. Ja, danke, ey. Ich habe viel von dir gehört. Ja, ich habe auch in den letzten Tagen habe ich sehr viel von dir gelesen, Palle. Sehr viel. Echt? Okay. Gutes oder nicht Gutes? Ja, explizit deinen Namen. Einfach nur deinen Namen. Ah, mein Name. Okay, ja. Okay. Ja, der, naja. Ja, ich habe auch immer viel gesehen von dir, ja. Ja. Mensch, schön, dich kennenzulernen. Ja, wie gefällt dir das Loch? Ja, ist ein Loch. Ist ein großes Loch. Ich meine, hast du dir die gebauten Sachen von so manch anderen Leuten hier so angeguckt? Ja, da waren wir gerade. Also, das klingt so ein bisschen, als ob jetzt mein Loch hier ein bisschen abstinkt gegen so manche Österreich. Nein, das ist ein sehr schönes, das ist wow. Es ist ja auch vor allem noch nicht fertig. Das muss man auch nochmal sagen. Ah, was kommt in das Loch? Noch ein Loch? Naja. Nein, um Gottes Willen, ich hab sehr viel Respekt. Also das jetzt mal, ohne mich falsch zu verstehen, ihr baut mega krasse Sachen. Also das ist schon, das ist sehr beeindruckend. Aber, also, was kommt hier rein?
Es kommt auch immer eine Base mehr oder weniger rein. Das ist jetzt so. Ach so. Und es muss ja noch ausgeschmückt werden. Da kommt ja noch eine Menge mit rein. Das ist ja voll verwildert, so als Tempel und so. Das ist ja die Grundstruktur. Ich finde es auf jeden Fall krass, und das jetzt mal kurzer Real Talk. Ich finde es krass, wie du die Fahne hochhältst für Minecraft in Deutschland. Also jetzt mal kurzes echt. Ey, echt krass. Das ist auch gerade. Also habe ich das ein oder andere Mal in meinen Videos schon erwähnt, aber das wollte ich dir auch so mal sagen. Ich danke das dir. Das ist schon sehr, sehr cool. Gerade mit den Animationen immer, und hast da, glaube ich, auch ein cooles Team um dich rum. Ey, also. Ja, gerne. Also soll jetzt auch überhaupt kein Schleim sein, aber ich wollte dir trotzdem einfach mal sagen. Man sieht es nicht, aber ich laufe rot an. Okay. Ich auch. Mir ist auch ein bisschen warm. Ja. Trotzdem habe ich noch eine Sache, die ich kurz mit dir besprechen möchte. Kannst du mal kurz hier an der Seite, zur Seite? Ja, kannst. Lass mal deine Vasallen da vorne. Keine Sorge, das Spitzeste, was ich habe, ist ein Steinschwert. Ja. Keine Sorge. Alles gut, ja. Wir hatten da ja mal, also dein Freund, du hast da mal so einen Kollegen gehabt, und ich hatte auch einen Kollegen. Boah, ja. Ja. Sag mir den Namen irgendwie. Also meiner hieß German Let's Play. Ja, und dein Kollege hieß Venicraft. Ja, da klingelt was, Ja, genau. Ja, genau. Und, die Enderperle. Ein bisschen... Du, da war ja... Okay. Wirf sie doch mal. Also, wir waren eigentlich nur, wollten unseres Weges gehen, und dann wurden wir heimtückisch von euch überrascht. So. Ja. Und dann hat ja dieser Venicraft, hat ja German Let's Play umgebracht. Das ist soweit richtig, ja. Ja, genau. Und du weißt ja, wie du vielleicht, also German Let's Play ist ein sehr guter Freund von mir. Ja. Und der hat gerade auch keine so leichte Zeit. Der ist auch ein bisschen krank und so. Ja. Und, ja, genau. Das ist sehr traurig. Aber da sind wir nicht dran schuld. Also. Nein. Leute. Ja, seit diesem Tag. Seit diesem Tag. Also nein. Aber dieser Venicraft. Yeah. Wie stehst du noch zu ihm? Naja, also seid ihr noch sehr dicke? Naja, schon. Ja. Veni ist halt mein Wegbegleiter seit Tag 1. Okay, ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Varro 4 jetzt ja auch ein Projekt war, in dem es halt, ne? Also da ging es ja auch ein bisschen darum, sich halt gegenseitig zu töten. Ne? Also, ja, wirklich? Also ich glaube schon, ja. Okay. Ich merke schon, du versuchst hier gewisse Spannungen. Nein. Basti, wir sind doch gute Freunde jetzt. Ich meine, also wir sind hier gerade im Hauptquartier des GRG-Clans, ne? Wir sind hier im tiefen Loch. Es geht ja noch weiter nach unten. Hast du schon meine Wächter gesehen dort unten? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Die willst du auch nicht kennenlernen, oder? Nein, Basti, die möchte ich nicht kennenlernen. Nein, die möchte ich nicht kennenlernen. Du hast ja auch mitbekommen, was mit dem Drachenei passiert ist, ne? Du hast aber davon nichts, du wusstest nichts davon, wer das eventuell geklaut hat oder so. Basti, ich wusste was davon. Nein. Ja, du siehst mir auch sehr vertrauenswürdig aus, du. Ja. Du klingst auch sehr, sehr, sehr. Könnte ich dir irgendwas Böses tun? Niemals. Nein, es ist ja auch glücklicherweise, es ist ja auch wieder zurück. Deswegen ist ja alles. Es ist ja alles in Sicherheit, und es haben sich ja. Wie ich auch gesehen habe, ist eigentlich jemand von den Edgarianern ist jetzt irgendwie wieder zurück. Stimmt? Ja, der hat sich wohl, der meinte gestern, dass er so ein bisschen. Der war da sich nicht so ganz Herr der Dinge, der wusste nicht so ganz genau, was er wollte. Und der hat sich wohl ein bisschen verirrt oder so. Ich weiß ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Du hast die Edgarianer, wir haben uns ja noch nicht unterhalten. Was, also das ist dein Clan oder was? Als Clan würde ich das nicht bezeichnen. Es ist mehr eine Gemeinschaft ohne einen festen König, der regiert und die anderen vielleicht potenziell unterdrückt. Ja, er tut das. Sorry. Ja, Bambus. Lorenz, wir reden nachher nochmal drüber, ja? Nein, bitte. Nimm mich mit. Bitte nimm mich ins Loch, mit in ins Loch. Nein, bitte. Ins Loch runter bitte. Da. Bitte nicht. Ja, es ist halt alles hier... Ja, sorry. Es ist halt immer so, die Ebenen, die widerspiegeln auch immer wieder ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall, bei den Edgarianern, da ist, da sind wir friedlebend und... Sehr schön. Ja, also da wollen wir gar keinen Stress, weil ich weiß ja, du bist ja Basti GRG, habt ihr damals Varro gewonnen? Ja, wir sind, also... Ah, ja! Deswegen, es gibt ja auch keine weitere Staffel. Varro-Champion, eben, deswegen gibt es ja keine weiteren Staffel, dass ich das einfach seit 6 Jahren schon sagen kann, die ganze Zeit. Das ist praktisch. Ja, Mensch, also, ich meine, hier stehen sich ja praktisch 2 Varro-Gewinner gegenüber. So sieht's aus. Champions! Und... du bist mein Champ, Basti! Und ich?
Du bist auch mein Champ. Ihr seid in meinem Herzen. Danke. Sie reden auch so von mir, wenn ich nicht online bin, oder? Ja. Also. Ja. Doch, die waren alle hellauf begeistert. Also, sagen wir es mal so, der, hier war nämlich so ein Typ. Auch ungefähr so, sah so aus wie ich, bloß grün. Okay. Und der wollte so die Leute, also die, so schwur, dass die dich vielleicht auch hintergehen. Aber nein. Da habe ich gesagt, nein. Nur ich habe zugesagt. Nein. Tut mir leid, Basti. Ein halber Dürüm ist ein halber Dürüm. Norix, deine wievielte Staffel Craftech ist das? Die erste, ich müde mich, sorry. Auf jeden Fall, genau. Und der, aber die haben alle, habe ich gehört, haben gesagt, nö, alle verraten wir außer Basti. Und ja. Also da hast du gute, solide Leute hinter dir, das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob das aufgrund einer Schreckensherrschaft entstanden ist. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Möchte ich auch gar nicht, weil ich bin ja... Du machst ja dein eigenes Bild von der ganzen Sache. Ja. 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 Und wie sieht das Bild so langsam aus? Also das Bild, anfangs sehr positiv, dann habe ich rein hypothetisch vielleicht ein, zwei Dinge genannt und dann wurde mir nahegelegt, dass dort unten der Tod wartet, wenn man... Naja, es ist ja nur ein Abwehrsystem für den großen Schatz des GRG-Clans. Ne, okay, es ist ja natürlich nur für Leute, die ne, ohne Genehmigung eindringen wollen. Das ist ja. Okay. Der ist hier öfter. Ja, Mensch, war auf jeden Fall nett, dich kennenzulernen. Ey, voll. Kann ich nur zurückgeben. Weitere fruchtbare Treffen? Was? 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 Hä? Was war das denn, Paluten? Was das denn? Das stand nicht im Skript. Paluten riss Basti ab. Okay. Wieso war das fruchtbare Treffen falsch? Das klingt so, als ob was anderes geplant war. Was wurde also, denn? Naja, wieso? Das wurde geplant. Hier ist noch eins. Wir lassen euch alleine. Komm, wir gehen. Lasst euch alleine. Haut rein. Nein. Basti, du kennst doch das Wort fruchtbar. Also das ist fruchtbare Verhandlung. Natürlich, ey, wir sind im Herbst. Du bist ein Kürbis, das ist voll, also dass das in deinem Sprachgebrauch drin ist. Sorry. Ja, Mensch, also, ey, auf gute Nachbarschaft, falls du mal bei den Edgarianern irgendwann vorbeischauen möchtest, guck gerne vorbei. Ey, auf jeden Fall, werde ich auch machen. Auch du bist natürlich herzlich eingeladen, dir dort ein kleines Stück Land zu sichern. Okay. Auf gute Nachbarschaft, also... das ist natürlich, weil Freunde von Norax sind auch meine Freunde. Ja. Er ist nicht mein Freund. Also, ich will gern sein Freund sein, aber er sagt immer, wir sind nur nahe bekannt. Wir sind auf Discord befreundet. Okay. Oh. Also, sind wir Freunde, Basti? Ja, klar, hä? Danke. Ich auch. Ja. Klar. Naja. Naja. Okay, verstehe schon. Ach man, Hugo. Wir sind noch mehr Freunde, wenn du weniger Fortnite spielst. Ich bin ja so Fortnite, oder ja, was? Ja, aber Hugo ist richtig gut. Echt? Ja, ja. Er ist der Beste. Der Klasse. Schreit immer ganz viel rum in Fortnite, weil er so viel gewinnt. Wie bitte? Spielst du gerne Fortnite? Jetzt hast du sie dran, Palle. Ich bin leider sehr schlecht. Aber würdest du Fortnite spielen? Gespielt, das habe ich gesehen. Oh, ja, ich hab's gespielt. Ja, 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 der klar. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ja, ich hab's. Fortnite spielen, haha. Warte mal, jetzt mal kurz zur Seite. Seit wie viel, also bei, ja, nicht zur Seite gehen, das meinte ich nicht. Ach so. Das Roleplay beiseite, dies, das. Seit wie vielen Tagen bist du online? Im Januar wären es 8 Jahre. Das ist so krank. Ich weiß noch, dass ich 2013 oder so unfassbar stolz darauf war, als ich 40 Tage hintereinander gestreamt habe. Das war damals, hat man das nicht gemacht. Ich so, ja, 40 Tage habe ich mal gestreamt. Und ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat. Meinte irgendjemand, ja, muss ich mal bei Basti, der ist halt irgendwie, weil ich denken kann, dass ich auch weg bin. Es gibt wahrscheinlich Kinder, die dich gucken, die sind einfach... Ja. Das ist der absolute... Also ich sagte so viel, Palle, ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich habe halt daily gestreamt, da bin ich noch zur Schule gegangen. Eieiei. Das ist verrückt. Ja, als ich das erste Mal was von dir mitbekommen habe, dachte ich auch so, ja, okay, PvPler, ja, okay. Aber dann die Entwicklung, nee, jetzt mal Real Talk, so dieses Ganze auch, du spielst auch gut mit deiner Stimme. Das ist so wie mit GLP. Wenn du dich jetzt nicht so per se zeigst, dann bist du einfach gut mit der Stimme. Das kannst du gut. Und auch mit Papa, ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht schleimen und so weiter. Nee, mach mal, Palle, mir gefällt das, mach weiter, ist mit, schön. Mit Papa Platte. Gutes Team. Ey, Palle, ich danke dir, Das erinnert mich manchmal an GLP. Da gibt's, es gibt immer so ein paar Kombos, die sich gut die Bälle zuspielen. Das ist gut, ist immer gut. Ja, ich sag dir ehrlich, also auch
ne, drei Buchstaben mit German anfangen ist immer eine ganz gute Kombo auch. Ah, ja, ja. Du verstehst die Verbindung. Das hab ich erst ganz spät, dass das so German Hunger Games und so weiter ist. Hattest du mal Kontakt mit Tim, also MC Expert? Ja, ja, klar. Ah, okay, okay. Das war damals so ganz früher, so 2012, 2013, das waren so die Anfangszeiten. Da ist auch so der Kontakt ja darüber zu Stegi damals entstanden. Ach so, ja, ich habe dich da null mitbekommen. Ja, auch über wirklich, also das hätte mich auch gewundert. Okay, okay, ja, ja. Gut. Ja, hätten wir das auch mal geklärt. Leute, Mensch, das war ja was, ne? Also, ich muss kurz noch ein Fotoshooting machen. Achso, ja. Paluten, stell dich mal bitte hier hin. Ja, soll ich mich da drauf stellen? Ja, und Basti, doch, nein, kein Sound. Ich brauche nur, hier vor, hier sofort. Achso, hier vor, Richtung. Okay. Ja, nee, guck in die Richtung. In die Richtung, und Basti gegenüber. Hier, wo ich stehe. Oh mein Gott. Achso. Basti gegenüber, guck beide auf den Block. Warte, ich mach auch, beide auf den Block gucken. Willst du das Messi-Ronaldo-Bild machen? Ja. Kennst du das vom Schachspielen? Ja. Gut, das war's, dankeschön. Wer ist denn dieser Messi? So, Leute, ey, war eine super Zeit. Ich versuche jetzt wieder nach Hause zu kommen. Gibt's ja auch so ein Portal? Das ist ein Nether-Portal. Komm mal mit. Okay, oben in der Starterbase. Okay. Oh. Ja, oh, ey, okay. Hier ist nämlich die Starterbase, dann gehen wir einmal hier hoch. Kurze Frage, Basti. Ja. Warum heißt die Ziege? Also der. Es war ein Geschenk. Das war ich nicht selber. Von wem? Von Norias. Oh. Weil das ist eine Goat. So. Oh, das ist clever. Du bist ja auch Fußball, so sehr, ja. Auf jeden Fall. Auch Hamburg-Fan. Palle, ne? Ich bin also absoluter HSV-Fan. Jetzt lass mich nicht hängen. Na. Ja. Warte mal. Also aus dem Norden. Jetzt musst du mir die Frage beantworten, das weißt du. Ja, Will. Ja, welche Frage denn? Ja, blau oder braun? Ja. Oh. Weder noch tatsächlich, weil ich bin ja ein älteres Fabrikat als du. Ja. Und damals bin ich durch meinen Cousin, kennst du noch die Zeit, wo Hitzfeld noch bei Dortmund als Trainer war und von Stefan Chapuisat und so? Klar, die 90er. Genau, das war, genau. Und da war ich Fan von Dortmund durch meinen Cousin. Okay. Aber der Hamburger Sportverein, ja. Wenn du jetzt in Hamburg einen Verein wählen müsstest, da? Ja, okay. Mensch, ja. Super, gut. Gute Antwort, dann zeige ich dir auch, wo das Portal ist. Dann müssen wir einmal nach oben. Ja, ja. Mhm, okay. Gut, Mensch, Leute. Ey, war wirklich klasse. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Ihr seid wie immer. Egal. Was war das? Okay. Ja, auf ein baldiges Wiedersehen. Mach's gut, immer wieder gerne. Tschüss. Ich glaube, er findet nicht nach Hause. Ich bringe ihn nach Hause. Oh. Genick. Geht ab, Heiko. Hi. Was steht an? Ey. Boah, gute Frage. Wir haben gerade mit ihm geredet und jetzt muss ich erstmal. Ist das der Feind? Nein, das ist doch kein Feind, das ist doch Paluten. Also ich meine, es kam ein Legewie. Ist das jetzt so wie ein Vertrag, der unterschrieben wurde? Naja, nicht wie ein Vertrag, aber wir haben uns heute beschnuppert und wir haben also. Sind da irgendwelche Sachen hier, Vereinbarungen getroffen oder so? Nein. Er hofft auf ein fruchtbares Wiedertreffen. Okay. Wir werden tatsächlich die Geode hier abbauen. Ich werde nur die Clusterblöcke stehen lassen, weil die Geode wird keine wirkliche Funktion mehr richtig haben. Ich werde diese Clusterblöcke noch übrig lassen und sie teilweise in ein Building mit einbauen. Aber heute möchte ich mich auch mal wirklich um ein bisschen mehr Detailarbeit kümmern und so weiter. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr cool. Nee, war voll lieb, was Palle alles gesagt hat, ne? Er hat mich ja richtig mit Komplimenten umworben. Super lieb. Ja, lass uns erstmal ganz kurz hier die Wand hochziehen. Machen dafür auf jeden Fall hier so einen Streifen von Stone jetzt erstmal noch hin, nur. Okay, Leute, ich würde ganz gerne, ich brauche jetzt mal alle Mathematiker. Ich brauche jetzt hier eine, ich würde jetzt sehr gerne hier eine Treppe eigentlich bauen. Von dieser Ebene zu dieser. Das Ding ist, wir sind hier auf Höhe minus 9. Dort unten sind wir auf minus 24. Das ist eine Differenz von 15 Blöcken. 15 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Also es würde auf jeden Fall nichts. Würde aber mittig in der obersten Ebene anfangen, also nicht an der Kante.
Hier soll ja so oder so ein großes Tor entstehen. Aber es ist ehrlich gesagt nicht schlimm, weil wir können ja hier auch ein bisschen in die Tiefe gehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6 und 7. Was ich damit meine ist, wir können ja hier die Wand in die Tiefe abtragen. Und dann kann ja die Treppe auch mehr in die Wand gehen, aber das sieht dann irgendwie auch Quatsch aus, ne? Weil die Treppe... Nein. Wobei. Wir haben ja viele Blöcke. Die Treppe könnten wir ja auch hier starten. 2, 3... Ja, aber wobei, das sieht nicht gut aus, oder? Aber damit würden wir es halt hinbekommen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wir gucken mal ganz kurz, wie das aufgehen würde. Dann würden wir halt hier rauskommen. Ich finde das, ehrlich gesagt... Ich finde das eigentlich eine stabile Treppe. Ja, Leute, guckt euch das doch mal an. Das ist doch traumhaft. Das kommt mir ja fast schon so vor, als ob wir das mathematisch genauso geplant haben. 5 plus Geländer, ja. Aber das sollte nicht in einem Guss runtergehen, oder sieht das dann doof aus? Nee, das ist doch eigentlich für die Ebenen, ist das doch okay, I guess. Mehr würde ich ja nicht machen. Es geht mir nur darum, dass man rein theoretisch, wenn hier der Eingang ist in Main Base, dann kann man halt ohne Probleme auf diesen Ring gehen. Man kann hier runter, man kann hier runter. Ich baue das jetzt, ich reiße das jetzt ein. Aus welchem Material wollen wir die Treppe bauen? Nichts Grünes. Real Talk, nichts Grünes. Ich würde eigentlich fast schon sagen, dass hier jetzt Dark Prismarine geil fitten würde. Weil Dark Prismarine ist ein sehr, sehr guter Kontrastblock. Der einen geilen Akzent macht. Das ist grün, ja, aber nicht... Also, es ist nicht die Grünnote, die wir bis dato verbaut haben. Das fände ich gut. Also, eventuell wäre das ja eine Idee, Dark Prismarine zu mischen... Ja, mit welchem Block mischen wir das? Mit Blackstone? Mit Oxidized Copper. Das ist eigentlich eine Idee. Boah, wir haben mittlerweile auch, by the way, schon diese Stage jetzt. Sehe ich ja jetzt erst, das ist schon teilweise stabil oxidiert. Hallo? Yo! Hallo! Hallo! Der verlorene Sohn! Meine liebsten Freunde, hallo, oh mein Gott. Wie geht's dir? Muss ich mal Schule abbrechen? Ja, ich brech ab, nee. Ich war gerade Klassenfahrt, deswegen war ich weg, ja. Ich hatte Klausurphase und war ein bisschen gekickt, ja. Könnt ihr mit Celtics durch Luxemburg laufen? Ja. Nehmt mal wirklich, nicht Hugo mit, nehmt mal Merleperle und Fabo noch mit und dann lauft ihr mal zu viert durch Luxemburg. Warum? Gott. Nein. Ich will, dass ihr das schafft. Lass das nicht machen. Hä, doch, lass es machen. Ja, aber Merle, du... Okay, ja. Das ist ja wohl ein paar Schritte zu machen. Das ist ja wohl nicht schwer, ein paar Kilometer zu gehen. Wir reden hier von 60.000 Schritten in 24 Stunden. Also nicht in 24 Stunden, sondern in so ungefähr 13 Stunden. Ja, das passt auch. Ja. Boah, sehr gut. Mach das Retalk. Nimm noch Hugo mit. Mach so 5. Mach 5er Squad. Aber Schuhe ist ja egal, oder muss das wieder so ein Ding sein, also, wie ihr das gemacht habt? Wäre cool, wenn wir einen Partner hätten wieder. Also, aber wir können also auch barfuß machen, wenn du willst, wenn es anscheinend so einfach ist. Nee, barfuß ist Bro. Quatsch. Was? Nichts. Aber was gibt's da noch so für Alternativen? Wisst ihr, was kann man da machen? So Sportschuhe. Gummistiefel. Birkenstock. Boah, Birkenstock wäre krass. Stramm. Birkenstock wäre stramm. Oder Sandalen, boah. So auf frische. Oh, Sandalen wäre cool, ja? Ja. Macht das mal. Real Talk, das ist so cool. Ihr nehmt euch noch Hugo mit und dann Celtics. Ja. Ja. Das wird, ich weiß genau, wie es aussehen wird. Durch, Celtics wird wieder 100 Meter vor uns laufen und nicht mit uns reden wieder. Und, ruf mal Celtics an, wichtiger. Ruf ihn mal jetzt an. Ich ruf ihn jetzt an. Mach laut und sag ihm, dass du ein neues Squad hast. Ich sag's ihm. Also Merle, Hugo, Celtics und Fabo. Ja, weiß Fabo ich, auch? Ohne Fabo. Fabo ist der Weg. Ich glaube, Fabo hat keine Lust, ne? Ja, mit 4 ist halt wirklich geil. Mit einem Notfall macht er zu dritt wieder. Ja. Dann ist Merle halt Hugo. Es klingelt. Celtics? Hallo Celtics. Ich bin gerade on stream, bevor du irgendwie irgendwas sagst. Pass auf, okay? Jetzt pass auf. Hörst sag, du mir zu, Celtics? Sag, dass ich das organisiert habe. Boah, schreist du. Okay, ich rede leiser. Okay. Hältst du dich gerade irgendwo fest, Celtics? Hältst du dich gerade irgendwo fest? Ja. Okay. Basti hat gerade den Call des Jahrtausends gegeben. Und du musst ja sagen. Okay, nein, ich gebe dir. Okay. Pass auf. Luxemburg durchqueren, okay? Versuch 2. Wir versuchen es nochmal, aber jetzt pass auf, okay? Ja. Hältst du dich fest? Ja. Wir machen nicht nur mit Hugo, die und mir, sondern Merle macht mit und vielleicht Fabo, wenn er Lust hat. Oh, hast du die Strecke gesehen?
Selix, wir sind die Strecke gelaufen, okay? Wir sind sie gelaufen! Ich weiß sie in- und auswendig! Digga, Fabo wird das nie. Der Fabo wird nach einer Stunde wieder nach Hause fahren. Sag Gummistiefel. Okay. Okay, und hat Basti das einfach so vorgeschlagen oder kriegen wir Subgift? Er will Subgift, Basti. Wir sammeln jetzt ja wieder Craft-Extreme. Basti, also. Ja. Rechnung schreiben? Du musst eine Challenge machen, Basti. Ich sag ja Gummistiefel, sag ihm Gummistiefel. Was okay, wie wär's mit Gummistiefel anziehen, Seltix? In Gummistiefeln? Ja. Meinst du, das geht, Seltix? Das war jeder hat einfach andere Schuhe an. Der eine hat Flipflops an, der andere Gummistiefel. Ist das scheiße. Und dann müssen wir das so auslösen. Ja, oh mein Gott, das ist so gut. Das ja, ist das so ist gut. Ja. Und einer kriegt die Sportschuhe. Oh ja! Das Beschisseste, was ich immer so. Okay, kenne. Oder maybe sogar kriegt einer die Moonwalkers, wo man dann irgendwie so 2 km schneller ist. Nee, das klingt so gut, wirklich. Okay, dann lass Fabo fragen. Dann machen wir 5er-Squad und wir raffeln dann so am Tag, bevor wir loslaufen, die Schuhe ja, aus. Ja, das ist ultra geil. Und, Achtung, Basti gibt jedem, der schafft 100 Subs. Nein, Gag. Wir machen das einfach so, freiwillig, weil wir haben uns das als Challenge gestellt, ja? Wir haben das einmal versucht, Seltix, wir sind gescheitert, wir wollen es auch schaffen, okay? Aber willst du das im Winter noch machen, Bro? Ja. Ja, doch, im Winter, doch. Okay, und Merle ist safe dabei. Fabo? Fabo, hörst du mich? Ja. Du bist on stream. Okay. Okay, pass auf, Fabo, halt dich fest. Hältst du dich gerade irgendwo fest? Ja. Okay, ich hab dein Durchbruch, hörst du mir zu, Fabo? Du, Merle, Hugo, Seltix und ich, wir laufen zusammen. Doch, gelingt. Marcel, ja, was geht, hörst Mikey? Du mich? Ich höre dich, Mikey. Okay, wir haben wirklich eine krasse Opportunity für dich, okay? Okay. Pass auf, du läufst ja viel am Tag, ne? Du hast ja viele Schritte am Tag, ne, oder? Falsch, 120 im Average. Okay, auch nicht schlimm. Wie wär's denn so, wenn du mal das 6000-fache davon läufst? Falsch, 600-fache, sorry. Ja, 6000 Schritte am Tag, okay. Nein, ich meine, ich rede von 60.000 Schritten. Wie wäre das? Ich habe keinen Bock, Schutzmuck zu stiefeln. Okay, was ist das? Es wäre so krass. Pass auf, Merle, Hugo, Seltix, Fabo, den bekomme ich noch überredet. Ich tue alles dafür. Und du, nee, laufen. Bei Merle war ich schon raus. Schön. Nein, ja, laufen, wo laufen wir durch? Wir laufen Versuch Nummer 2 durch Luxemburg in einem, weißt du, halt in einem Stück, an einem Tag. Aber wir alle haben unterschiedliches Schuhwerk. Und am Anfang wird ausgeraffelt und dann gucken wir, wer durchzieht, wer es schafft, wer abbricht und ja, Digga, ich schwöre nicht nach. Bitte. Basti, was sagst du, soll ich mitmachen? Ja, mach bitte mit. Bin dabei! Ja, sorry. Let's go! Das ist krass. Let's go! Nein, aber guck mal, das Ding ist, wenn ich schaff's nicht mal mit normalen Schuhen durch Luxemburg, wenn ich dann so, keine Ahnung, irgendwie Flipflops bekomme, dann bluten meine Füße am Ende da, Digga. Da bin ich raus. Nein. Ey, ich sag ganz ehrlich sogar, Flipflops ist noch das Beste. Also so. Aber streamen so. Wir das oder machen wir ein ja, Video streamt, nur? Ja, wir machen alles. Wir streamen das. Aber wir alle gleichzeitig Video, oder so, Vlog. jeder 2 Stunden. Alle Boah. Gleichzeitig. Alle Boah. Gleichzeitig, ja. Nein, Spaß. Muss halt gucken. Ich würde sagen, das klären wir noch. Aber kriegen wir hin, dass jeder mal streamt, weißt du? Marcel weiß ja noch nicht, wann ihr das macht, ne? Dezember. Digga, Dezember, Bro? Was denn? Willst du mich rollen? Hä, Dezember, CPM und weißt so. Weißt du, wie kalt es ist? Bro, ich habe keine Jacke. Ich habe kein Geld für eine Jacke. Er sagt, ich habe keine Jacke. 4000. Digga, ich muss mit so... Okay, kaufst du mir auch so eine lange Unterhose, so einen Strampler? Junge, ich kauf dir alles, Hauptsache du machst mit. Also ist halt random, was du bekommst, ne? Okay, lass das am 24.12. machen, dann hab ich eine Ausrede für Weihnachten. An Weihnachten laufen wir durch Luxemburg. das wird das Event des Jahres, Mike, vertrau mir. Digga, hör auf. Aber ich find's auch schlau, ich würde das, glaube ich, auch nicht da reinstellen. So, hier sind so ich hab's einen Tag unterwegs. Gehabt und dann gab's Probleme. Heiko! Oh mein Gott! Hä? Was? Nein! Wo? What the Hause? Ja. Castcrafter? Bist du da? Nein, er ist AFK. Wie scheiße. Er ist tot. Ich hab's zu spät gesehen. Nein, Merle, nicht abfacken. Wir brauchen einen Clip. Nein, ich kann nicht seine Reaktion sehen, dann weine ich. Doch.
Ich oh mein nein, Gott, nein, Mann, wir sind scheiße. Wir sind scheiße. Das, das hat keiner geschrieben. Das ist richtig. Warum hat das keiner geschrieben? Jetzt mach doch die, ich mach die Holzhammer und Mann, hier, komm, mach da rein. Oh, er hat richtige Redstone-Sachen mit. Schere hoch. Habt ihr alles? Habt ihr den ganzen Stuff? Ich hab alles. Ja, wir haben die Zeug in die Schalker getan. Was ist passiert? Wie? Du wurdest einfach von einem Zombie gekillt. Zombie AFK-Kill. Der ist hier oben gespawnt. Von einem Zombie? Mann, Bro, es nervt mich so sehr. Es war so spät. Also, als es geschrieben wurde, war es schon zu spät. Der ist hier oben gespawnt, wahrscheinlich. Bro, ich bin extra da hochgeflogen, weil ich da ausgeleuchtet habe. Oh no. Die Scheiße. Ja, es ist halt echt ein bisschen unspektakulär. Oh, das ist schon so gut geklippt, Alter. Mann, ich hab halt auch Elytra an, sonst wär's vielleicht geklappt oder so. Hast du Totem gepoppt sogar? Ja. Nee, Zombie hat ihm den Totem abgenommen. Gasgraf, das Name bei Zombie. Hat ihr Stuff irgendwo reingelegt? Ja, ich hab geburnt, alles, tut mir leid. Da kommt was? Ey, da kommt Chef. Was ist AFK? Ich muss ihm helfen. Ich beschütze ihn gerade, schau mal, ey. Ich glaube. Ich hab eine Waffe in der Hand. Hallo? Passiert das in der Tu's nicht, tu's nicht, bitte! Bitte! Meine Hände sind oben! Hände hoch. Ich hab ein halbes Herz, Norex. Ja, ich weiß. Weißt du was? Weißt du was? Was denn? Tu es! Nein. Hast du keine richtige Rüstung? Tu es! Oh mein Gott, lass mal Basti runterstupsen. Nein, der unten die Ravager. Ich schwöre, wir müssen alle Ravager töten dann. Chill mal, hör mal auf. Ich schwöre. Digga, wenn er da runterfällt, ich muss alle Ravager töten und die dann neu holen. Wäre schon lustig irgendwie, oder? Nein, hör auf, du musst doch eh neu holen. Nein, Feist hat den erschossen. Ah, ey, Digga, du bist so dumm. Du hast den Schuss vollgegeben, Bro. Digga, bitte. Gott. Digga, du spielst mit dem Feuer, Mike. Marcel, was machen wir jetzt? Nein. Du bist so dumm, Mike. Ich schwöre, du bist so dumm. Stell dich dazwischen. Mike, Digga, bitte. Kann mir Basti anrufen? Ich muss doch die Rammel. Mann, Digga, Mike, du bist so ein Hund. Ich hab keinen Hund. Digga, Bro. Digga, Mike! Bro. Jetzt Ohren zählen, das ist scheiße. Alter. Bitte. Ey, stimmt, hallo. Digga. Schau dich rein. Digga, das kann nicht wahr sein. Schau dich alle rein, Digga. Ich hab ein halbes. Er hat volle Herzen noch, alles gut. Digga, ich bin tot, ne? Mann, Mike! Ich bin tot. Digga, bist du dumm, Alter. Ich schwöre, Mike. Ich krieg dich aus, Veni. Veni, geh weg! Boy, nein. Hast du ihn? Hab. Digga, was ist denn jetzt passiert? Ich hab mich gestorben, ich hab mich geopfert. Digga. Ja, guck dir den Clip an. Digga, das ist geisteskrank, was da gerade passiert ist. Moment mal, was habt ihr getan? Ich darf nie wieder hier AFK gehen. Das ist wirklich ein hartes Ding. Digga, oh mein Gott, ihr habt mir fast meinen ersten Tod gedrückt. Ich hab jetzt erst gecheckt, was hab... Ich dachte, das ist so ein Joke. Nicht ich. Digga, wichtiger. Okay, warte. Ich gucke jetzt. 3, 2, 1, go. Go. Hör mal auf! Ich schwöre! Digga, wenn er da runterfällt, ich muss alle Ravager töten und ihn wieder neu holen. Aber Digga, guck mal, da merkst du jetzt, dass das nicht extra war, weißt du? Nein. Das ist so plötzlich passiert, siehst du? Ey, Digga, du bist so dumm. Das ist so voll plötzlich passiert. Digga, was macht der? Was macht der? Wie er sich freut. Du bist so dumm, Mike. Ich schwöre, du bist so dumm. Stell dich dazwischen. Ich krieg die Schläge. Ich hab blaues Auge jetzt schon. Eine Hand gebrochen, Basti. Mein Steißbein geprellt. Ich hab keinen Glück! Digga, ich feier das immer so. Digga, Mike! Jetzt OT! Das ist scheiße! Jetzt OT! Digga, wenn du kacke! Ey, ich rot werde! Wenn einmal alle da sind, Veni, Feister! Schau dich rein, Tick jetzt! Nee, das kann nicht wahr sein. Mann, Mike! Ich schwöre, Mike! Marcel, hau doch noch so hinterher, krit ihn aus, Veni! Ja, den Ravager, nicht Mike. Ja. Oh, Mann. Digga, ich schwöre aber auch, ich find's halt geil, Lorex so das erste Mal gefühlt so richtig ernst ist, ne? Wie er so richtig merkt. Ja, Digga, ich schwöre, wenn du stirbst und ich damit was zu tun hab, Digga, ich kann wirklich Ausbildung suchen. Ich meine, das ist kein Gag von mir. Nein, Mann, ey, Rüter, der Clip auch, der Titel, Mike will Basti killen. Ich war Gag, okay? Man hat doch gesehen, wie plötzlich Basti runtergeht. Digga, der ist 3 Wochen nicht auf dem Server, kommt ein Tag, killt mich. Nein. Mann, Mike. Das ist OC Scheiße. Ich schwöre. OC richtig kacke. Ja. Ich lieb's.
Also, heute in der Base selbst guten Progress gemacht, würde ich sagen. Also die Treppen, die müssen natürlich, wie gesagt, nochmal oxidieren. Stück für Stück werden immer mehr Details eingearbeitet. Wir werden uns dann auch bald um die großen Tore kümmern. Ich bin heute fast gestorben, was auch jetzt ein bisschen kritisch war. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf den nächsten Craftech-Tag mit euch gemeinsam. Vielen lieben Dank. Guckt euch den mal an. Wir machen Feierabend für heute. Bis zum nächsten Mal.